Oh, das sind ja mal einige. Dann mach doch einfach das Beste daraus. Muss ich wirklich? Alles klar. Ich frage mich, ob du meinen Daseinszweck missverstanden hast. Und ich frage mich, wie ein Winzling wie du so einen guten Schild abgeben kann. Vorsicht! Ja. Genau da, wo es wehtut. Ein ziemlich renitenter Gegner. Das ist okay. Hält mich auf Trab. Muss ich mal eben ein bisschen tricksen. Ich glaube, ich habe mich an den Geschmack gewöhnt. Es gibt gewiss schlimmere Laster. Ich glaube, sie zu töten bringt uns nicht weiter. Nun tu doch was! Das wird dir schmecken! Ja, den hier. Willst du einen Zaubertrick sehen? Das hat gesessen! Wen genau willst du da treffen? Das Arschloch da drüben. Doch die Teile aus nicht mal hin. Wie viele hat sie denn gemacht? Oh, komm schon! Das hilft nicht viel. So. Ja. Töte sie alle, bevor du die Lampe angreifst! Alter! Gleich kommt ein Knaller! Zerstör die Lampe, sonst kommen immer mehr nach. Ja, was jetzt? Pack die Lampe nicht an, zerstör die Lampe. Geht es dir gut, Frey? Könnte besser sein. Du solltest Schlägen in nächster Zeit ausweichen, wenn es geht. Ach, tatsächlich? Hasta la vista, Baby! Alles braucht seine Zeit, Frey. Verschon mich. So, ich hoffe, das war die Lampe für einige der Vögel. Ja, den hier. Nicht schlecht! Stopp, da oben die Lampe. Meine, die ist auch geschützt. Ja, ich hab keinen Bock mehr. Ich finde, es wird gerade spannend. Bis du die beseitigt hast, brauchst du die Lampe nicht anzugreifen. Mein Gott. Greif die Lampe an! Nein, darf ich doch gar nicht. Wenn ich die Lampe angreife, werde ich abgepackt. Zu lang! Stell dir jetzt nicht selbst ein Bein, Frey. Kann doch nicht wahr. Ist unglaublich, nein. Die Ecke. Nein!
Aber eine richtig dämliche Mischung von Gegnern. Diesen Kampf musst du vermutlich schnell über die Bühne bringen. Ja, kein Stress. Das nehme ich mal mit. Stürz einfach nicht ab, ja? Geil. Frey, bleib bei mir. Verdammt! Ich glaube, die haben sich vermessen bei der Distanz zum Ziel, als sie das Level gebaut haben. Oder man muss erst das Upgraden nochmal. Ich sehe schon, das Leveln der Fähigkeiten schaffe ich gerade richtig gut. Ich musste gerade schwingen und dann bist du rübergeflogen. Aber du bist nicht nah genug rangekommen, dass du das nächste Ziel anklicken konntest mit der Schwinge, mit dem Schwingding. Immer noch nicht durch. Ich habe seit heute Morgen nicht mehr gespielt, also werde ich wahrscheinlich auch nicht durch sein. Aus dem Weg! Vorsicht! Du weißt, welchen Zauber du brauchst, richtig? Ja, halt die Klappe! Gleich gibt's aufs Maul! Nicht schlecht! Das hilft nicht! Jetzt! Ach, komm schon! Gut, den will beide haben! Oh! Ach so, dies ging Scyllas Magie an, völlig. Kannst du Angriffen ausweichen, um sie mit mir abzuwehren? Oh, hast du Angst, du könntest mir Katze abkriegen? Das war knapp. Vor allem für mich. Hab dich. Okay. Ich glaube, ich habe mich an den Geschmack gewöhnt. Es gibt gewiss schlimmere Laster. Nichts da. Ich schlage dich ja auch, ja. Lass mich raten. Deine Seele leidet. Genau so ist es. Oh, Alter! Das wird lustig. Ach, komm schon. Schreib dir das
hinter die Ohren. So lump. Du bist... Ha. Genau. Oh. Moment, warum sagst du, ich könnte das nicht öffnen? Da wären immer noch Gegner in der Nähe. Es sind keine Gegner in der Nähe. Jetzt. Wird immer besser. Das ist was anderes eigentlich im Ziel, würde ich sagen. Kann ich den Kram echt einfach so einsacken? Nun, so etwas lässt man doch nicht in der Gegend herumliegen. Da funktioniert die Karte wieder nicht. Also ich war da unten im Fort, ne? Und das war irgendwie richtig scheiße. Wir sind am Ziel. Das ging aber zackig. Keine Sorge, so lange mache ich jetzt nicht mehr Gebiet abfarmen. Mehr als 2 Stunden möchte ich nicht einfach nur in der Gegend rumhüpfen. Na, was meinst du? Und den Charakter verbessern. Wir ein paar Fieslinge platt? Hier ist wohl noch ein bisschen Blut vergießen. Schütze deine Flanke. Okay, mache ich. Oh. Ach komm. Wie wär's damit? Ich brauch mal Hilfe. Die Firma dankt. War das ein Danke? Ja, nimm's zurück. Komm. Genau da, wo's wehtut. Ja, in hier. Los, fang! Gleich gibt's aufs Maul! Ja. Oh. Ja. Wow. Das soll ja eine Lehre sein. Endlich jemand, der dich mag. Okay. Das wird lustig. Diese Lage erfordert sofortiges Handeln, oder? Halt's Maul, ich muss den richtigen Zeitpunkt abwarten. Beacht dich auf uns. Bitte sehr. Du bist der Letzte hier, oder? Achtung! Stellst du das
was? Immerhin. Ja, sieht so aus. Konsumgüter. Ich werde versuchen, sie nicht alle auf einmal zu konsumieren. Ach, konsumier den Scheiß. Für den Kapitalismus. Etwas gefunden? Ein kleiner Abstecher hier und da zahlt sich aus, weißt du? Oh, glaub mir. Das weiß ich selber. Spute dich ein bisschen, hörst du? Das soll wohl heißen, dass wir noch lange nicht da sind, was? Da ist noch ein bisschen Weg. Nichts und niemand zu sehen. Hast du versehentlich alle vergrault? Ich habe alle schon getötet. Ich meinte, ihre Seelen gerettet. Was zur Hölle soll das? Ich bin nicht ganz sicher. Sei vorsichtig. Da müssen ein bisschen die Parcours-Monumente, die am Anfang noch dabei waren. Erreiche Ziel XY. Ich habe hohe Erwartungen an dich. Das ist nicht hilfreich. Oh, verpiss dich endlich! Endlich jemand, der dich mag. Stimmt weh. Das wird was. Vorsicht! Ja. Du bist wohl in Eile, was? Und zur Zeit vertrödeln. Du weißt, welchen Zauber du brauchst, richtig? Ja, die Knappe. Warum machst du nicht einen Schritt zurück und beruhigst mich? Warum bitte lässt du mich nicht in Ruhe? Voll auf die 12! Ich glaube, das waren alle. Sieht so aus. Gute Arbeit. Boah, das ging ja schnell. Wo kommen die nächsten? Wie du so einen guten Schild abgeben kannst. Ich leide hier auch, ja. Lass mich raten, deine Seele leidet. Genau. So. Oh, Alter! Meine Blume trifft mich besser als ich. Bist du davon noch nicht erschöpft? Na, okay, vielleicht ein bisschen. Ja, den hier. Yep. Sehr gute Arbeit. Okay, was machen wir jetzt nächstes? Gleich gibt's aufs Maul. Was ist das? Das hat gesessen. Okay, Blut ist noch nicht wieder bereit. Das wird lustig. Wow. Hat vergessen, wie nervig die Musik sein kann. Jetzt gerade. Dabei läuft gerade das der beste Track. Geiles Gefühl.
Die schlechte Kampfmusik ist nämlich hier gar nicht. Jetzt aber, Frey. Schon dabei. Aufs Maul, volles Pfund. Ja, man muss die Zeit überleben. Bist du sicher, dass du kampfbereit bist? Naja. Reiß dich zusammen! Hallo, ich bin die ganze Zeit nur den Ausweichknopf am Drücken. Nichts anderes. Das Spiel ist einfach nur Betrug manchmal, ey. Was willst du denn noch machen? Die Gegner kommen halt. Wie ist das Parkour-Game? Was für ein Parkour-Game? Das Parkour-Game bei Dying Light 2. Das hier ist eine Mischung aus irgendwas. Die sagen so, was wären Parkour-Fähigkeiten, aber ich finde, das Spiel hat nichts mit Parkour zu tun. Außer, dass du halt zu Fuß unterwegs bist. Aber es gibt keine Parkour-mäßige Herausforderung, wie zum Beispiel in Dying Light 2. Das ist einfach eine Spielerei. Die weißen Ghetto-Sneaker machen es zum Parkour-Spiel. Ja. Ist auch so. Ja, die Hauptprotagonistin mag Sneaker. Ja, Parkour-Spiel. Ich will gar nicht so giftig sein, ich finde es ja trotzdem lustig, aber gerade ärgert mich das schon ein bisschen, dass jeder Kampf irgendwie im Tod endet. Oh mein Gott, das war der Hammer! Weil es keine vernünftige Ausweichchance gibt. Da drüben ist was, oder? Würde ich dich sonst in diese Richtung führen? Ab einer gewissen Anzahl von Gegnern du keine Chance hast auszuweichen. Und dann hast du halt einfach keine Option, außer die Feuerelementare zu beschwören. Also die kleinen Hilfsdinger, weil die so ein bisschen die Gegner ablenken. Solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger gedeckt. Ja, sobald die weg sind, bist dann wieder fokussiv für alle. Ich werde versuchen, sie alle auf einmal zu konsumieren. Da lobe ich mir doch Assassin's Creed, wo die sich abklatschen beim Angreifen. Wow.
Leseratte geworden. Also er macht erstmal den einen Angriff, dann macht der andere einen Angriff. Tja, sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Aber vielleicht gibt sie ja noch was Nützliches. Hast du etwas herausgefunden? Ja, dass Olas krass viele Bücher geschrieben hat. Man darf es nicht mehr türkisches 1 gegen 1 nennen, ne? Ach, wenn du auf normal spielst oder so, ist es bestimmt besser balanciert. Dann wirst du durch einen einzelnen Treffer ja nicht umgenietet. Hat sich hingehockt, geschmökert und ist dann tot umgefallen? Möglich. Worum geht's in dem Buch? Miauzi-Putz-Lehrling. Ein Bücherwurm bis zum bitteren Ende, was? War wohl ein wichtiges Buch. Vorsicht! Mach dich auf was gefasst! Ja, ich will mal eben gucken. Anfällig gegen Freys Magie. Bereit! Wow. Ah. Ob das Zeug gegen deine miese Einstellung hilfreich? Deine scheint es nicht zu kurieren. Hab dich! Oh, da weiß ich was. Könntest du dich vielleicht nicht ganz so oft treffen lassen? Wofür hältst du mich? Alter, du machst das Schild. Du kriegst trotzdem 210 Schaden von dem Schlag. Den haben wir noch. Nicht mehr viel. Nicht schlecht. Das hilft nicht viel. Endlich jemand Achtung. Hi! Ah, schon gut. Komm mal bitte raus aufs Feld. Voll auf die 12. Na, es gibt hier Leute. Alles braucht seine Zeit, Frey. Diese Lage erfordert sofortiges Handeln. Aber hier, man hat genau gesehen, wie ich ausgewichen bin. Ich muss den richtigen Zeitpunkt erwarten. Und trotzdem kriege ich den Treffer ab. Also, entweder bin ich heute echt schlecht. Aber ich weiß auch nicht. Da, kriegst du den Hit ab, obwohl du ausweichst vorher. Betrug! Alles Betrug heute! Konsumgüter. Ich werde versuchen, sie nicht alle auf einmal zu... Ein durchaus würdiger Gegner. Lust auf eine Herausforderung? Was? Wozu, wenn ich auch einen Bogen um ihn machen kann? Kommst du damit zurecht? Ich werde mein Bestes geben. Komm schon. Jetzt, schnell! Jawohl! Vielleicht... Nun tu doch was! Tut bestimmt weh. Okay. Oh oh. Es könnte helfen, etwas zurückzutreten. Dann war ich jetzt ein bisschen anders aus. Alles klar. Nicht schlecht. Na also. Warte. Und weiter geht's. Das Mittel scheint seinen Zweck zu erfüllen. Hoffentlich. Schmeckt nämlich echt kacke. Da sollte ich auch einfach wieder mal gucken, ob ich einen Umhang vielleicht habe, der auch einen Defense-Wert hat, den man steigern kann. Damit ich immer so stark kassiere. Bereit? Danke, Tobi, fürs Folgen.
Warum machst du nicht einen Schritt zurück? Hatte der eine Schwäche? Nee. Beruhig dich. Das Einzige, was war, ist, dass der die Plasmagie nicht abschwächt. Kusch. Oh, jetzt war es gerade erwähnt. Du solltest Schlägen in nächster Zeit ausweichen, wenn es geht. Tatsächlich? Da sollte man nochmal nachgucken, wegen Fragezeichen-Magie. Ob ich da alle eingesammelt habe zuletzt. Dragon hat gerade eine Erwähnung gemacht, aber ich habe ja an was anderes gedacht. Ob ich alle Brunnen schon gemacht habe oder gefunden habe. Das war ein bisschen mühsam. Nur ein bisschen. Goliath. Es ist so witzig, weil wenn man spielt, kommt das gar nicht so vor, als wenn es so viele Gegner geben würde. Aber es sind halt immer wieder unterschiedliche Konstellationen oder... Sie sind befallen, sie sind nicht befallen. Daher kann ich nicht erstmal nah rangehen an den Gegner mit einer Lupe und schauen, wo der Unterschied ist, damit ich das Richtige von mir aus direkt einsetze. Was wollten wir hier nochmal? Wie ist das Spiel eigentlich? Will ich mich gerade nicht darüber aufregen, dass es irgendwie ein bisschen doof ist, auch schwer zu spielen. Es ist eigentlich ein gutes Spiel, finde ich. Das machen ein paar Sachen anders im Vergleich zu anderen Open Worlds. Aber es ist so teuer. Eigentlich für den ersten Open World Wurf in der Art. Also das ist eigentlich deine 80 Euro nicht wert. Ob es 50 Euro wert ist, ja, doch. Aber 80 ist halt echt eine harte Ansage für das Gebotene. Kinderspiel. Aber es hat ja gute Elemente. An sich ist der Kampf ja schon lustig, wenn es jetzt gerade nicht 20 Feinde auf einen sind. Boah, die unterschiedlichen Magiearten und die Sprüche, die man so findet und lernt, aber es dauert halt echt lange. Das sind etwas mehr, als mir lieb wären. Wenn es weiter nichts ist. Ich denke mal, da können wir gleich einfach hoch. Da ist was in der Nähe. Huh.
Gleich kommt ein Knaller. Das könnte wehtun. Die haben einfach bei manchen Gegnern den falschen Shit geraucht. Und wenn es wenigstens so dieses nervig wäre, dass du sagst, ich stelle mich halt doof an bei dem Gegner gewarnt. Und deshalb ist der einfach nicht gut für mich. Du musst jede Schwäche des Gegners ausnutzen. Willst du jetzt etwa den Superschurken raus? Voll auf die 12! Aber habe ich jetzt so ein Ziehen in der Stirn? Oh. Ich werde alt, Leute. Ob ich durch aktive Spiele manchmal mein Alter reduzieren kann. Achtung! Vielleicht könntest du Angriffen ausweichen, statt sie mit mir abzuwehren. Ich möchte sie aber gerne mit deinem Gesicht abwehren. Ich denn bei Magie die anderen Sachen schon fertig? Also den habe ich bestimmt nicht fertig. Wundervoll. Der Beuter. Glaubst du? Ich glaube, wir bekommen gleich Ärger. Das wird dir schmecken! Das musst du probieren, Ralf. Wie wär's? Das ist aber großzügig von dir. Was, echt? Ich würde dich ja damit einreiben oder so. Und ab damit. Ist geboten, Frey. Sollte das hilfreich sein? Der Pfeil kann ihn ja wenigstens einfrieren noch. Sonst würde ich auf dem engen Raum hier nämlich die ganze Zeit drauf gehen. Eine Herausforderung wäre schön. Das hört man gern. Kein sehr beeindruckender Fund. Hey, nimm geschenkten Gaul. Wie weit? Och. Wir nähern uns. Das könnte man fast einen Flug nennen. Woo, yeah! Aber wenn ihr am Ende wirklich eine Fähigkeit bekommt, womit die fliegen kann, dann raste ich übrigens aus. So viel Scheiße ist hier schwierig zu erreichen. Was total unnötig ist, weil es ja einfach nur verkompliziert wurde. Es ist ja nicht mal eine Herausforderung, aber du musst erstmal den Weg finden. Und da ist dann das, was dann nervt. Du bist dann wirklich richtig gut darin. Komm schon, gleich nochmal! Zum Beispiel, wo soll mich das hinführen?
Weil der steuert mich automatisch irgendwo ich hin. Ich spüre Feinde in der Nähe. Sei auf der Hut. Ja, ja. Augen auf. Schon kapiert. Diesen Kampf wirst du vermutlich schnell über die Bühne bringen. Ja, kein Stress. Oh. Du bist zu nah, verflixt noch eins. Nicht meine Schuld, dass die mir immer auf die Pelle rücken. Gleich knallt! Ein ziemlich renitenter Gegner. Das ist okay. Hält mich auf den Kopf. Oh, Alter! Pass auf, wo du hinläufst. Das sagt sich so leicht. Ja, treff einfach gar keinen von denen. Seit ich Hunger kriege. Vielleicht ist deshalb meine Laune so niedrig. Ich bin einfach nicht ich, wenn ich Hunger kriege. Ach komm! Oh, komm schon! Vorsicht! So geringer Blutzucker. Na also! So gefällt mir das! Ich denke mal, ich werde mir noch eine nächtliche Tiefkühlpizza machen gleich. Weil ich habe auch heute, ich habe nur Cornflakes gegessen. Mittags habe ich nicht gegessen, weil weil ich ja beim Tierarzt war mit dem Hund. Und danach habe ich das einfach vergessen. Eigentlich erledigt. Dankeschön. Ruh dich aus, sonst bereust du es noch. Und eigentlich will ich ja nur nach da oben. Ich will ja hier unten gar nicht sein. Ich will einfach da oben an den Brunnen. Achso, die hat nur Verteidigung, aber er hat keinen Bonus auf Magie. Das ist natürlich richtig kacke. Müssen wir sagen, eh die wenigsten.
Im Phrase Magiebaum war was zum Wertebuffen. Moment. Erstmal machen wir jetzt die Heiltränke. Also Bücher habe ich in der Stadt alle gekauft, die es ging. Also die gingen. Aber im Freybaums habe ich eigentlich alles gemacht. Bist du endlich aufbruchbereit? Mecker mich nicht an, Ralf. Nicht in diesem Ton, Junge. Ermöglicht es dir, den Trefferpunkt bei uns an der Halskette zu erhöhen. In größeren Bereich Gegner treffen, Steinwurf, reißt die Erde auf, verursacht Flächenschaden, wirft dich mit Wucht zurück und wechselt zu Freys Magie. Größeres Abwärtsschild generieren. Das ist nämlich hier oben, will ich nur Trefferpunkte upgraden an den Halsketten. Explosionstritt. Ermöglicht dir den Magiebonus eines Umhangs zu erhöhen. Höhenflug. Alle, die im Flug zersplittern. Hier scheint nichts zu sein, was in irgendeiner Form Produktion verbessert. Ein Angriff, der eine gewaltige Wasserkugel erschafft, die Gegner einschließt. Was siehst du, dass ich da aus der Burg wahrscheinlich rauskomme? Oder auf dem Weg zur Burg da rechts lang kann, um in diesen Brunnen zu kommen, um diese Fähigkeit freizuschalten. Bin also natürlich genau an der perfekten, nicht richtigen Position.